Wenn du nicht weißt, wo deine Vorlesung ist, willst du dann überhaupt hin? Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Kein Druck! Die Einschreibung ist jetzt offen für Gastronomie. Achtung! Der Stundenplan hängt jetzt aus. Wieder soweit. Es ist Orientierungswoche, die Zeit, in der sämtliche Clubs, Verbindungen und Gruppen mit seltsamen Hüten ihre neuesten Mitglieder willkommen heißen, indem sie ihnen das Leben schwer machen. Wie immer versuchen wir für euch den Überblick zu behalten. Häufige Fragen. Nein, das Hühnchen sollte innen nicht rosa sein. Personal wird daran erinnert, dass Hunde keine Hausaufgaben fressen. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Das Personal wird gebeten, sich um die Studierenden zu scheren. Musik.
Es ist Zeit für einen Tipp zur Orientierungswoche. Von unserer Studienexpertin Maggie Watmore. Ich trete allen möglichen Clubs bei, um keine potenziell wertvollen Campuserlebnisse zu verpassen. Leider führt das zu vielen Terminüberschneidungen. Aber wenn man schnell genug rennt, bekommt man von allem ein bisschen mit. Klar ist man dann der Typ, der immer zu spät kommt und zu früh geht. Aber das Wichtigste ist doch, dass man überall einen Eindruck hinterlässt. Studierende werden gebeten, sich großartig zu amüsieren. Pflanzen brauchen Wasser. Schon vergessen? Wir sind wieder da und haben für euch einen Sonderbeitrag über die Orientierungswoche und wie man sie stilvoll übersteht. Die Einführungswoche stellt uns alle vor unzählige Entscheidungen. Ich wollte euch nur daran erinnern, dass keine davon wichtig ist. Findet ihr die Campus-Clubs nicht auch sowas von überbewertet? Haben wir nicht alle auch so schon mal ganz spontan Volleyball oder Backgammon gespielt? Spaß muss man doch nicht organisieren. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar! An die Verwaltung, bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. Hee hee.
Hier drin ist eine Fliege. Bei Milkmaid nutzen wir für unsere Milchshakes echte milchartige Zutaten, um eine Konsistenz zu erreichen, die einfach nicht natürlich ist. So schmeckt jedes Glas Milkmaid verdächtig gleich. Wow! Mmh, Milkmaid. Alles gut. Keine echte Milch. Wenn es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. Studiengebühren sind teuer. Bildung ist unbezahlbar. Arbeit zahlt sich aus, manchmal aber auch nicht. Unser Spezialbeitrag zum Thema Orientierungswoche. Ich hoffe, dank unserer kollektiven Weisheit konntet ihr zumindest ein paar Stolpersteine des außerschulischen Lebens überwinden. Und wenn nicht, nun, dann habt ihr nächstes Jahr wieder die Chance. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Thank you.
Erinnerung an alle Studierenden. Freizeit ist eine Illusion. Gebühren werden womöglich zum Finanzieren von Personalboni genutzt. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. Erinnerung an alle Studierenden. Manche Noten solltet ihr persönlich nehmen. Besucher sollten angemeldet und anschließend sofort entfernt werden.
gehen hat nichts mit Tierquälerei zu tun. Hier ist die Harrison Wolf Show, Leute. Los geht's! Hallo, hier ist Harrison Wolf. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Genau das Richtige, wenn es mal wirklich heikel wird, wenn man draußen ein seltsames Geräusch gehört hat oder wenn man sich einfach nur vor dem Postboten verstecken möchte. Ihr habt's erraten. Es geht um Panikräume. Dies ist eine Testdurchsage. Wiederhole, eine Testdurchsage. Erinnerung an alle Studierenden, nach dem Studium geht es nur bergab. Denk dran, zitieren statt plagiieren. Ein guter Panikraum ist nichts ohne die richtige Ausstattung. Klar gehören einige Dinge einfach zur Grundausstattung, wie etwa Kekse, eine Taschenlampe, Wasserflaschen und so weiter. Aber es spricht auch nichts gegen etwas persönlichen Stil. Ich zum Beispiel habe in meinem Panikraum eine Bowlingkugel. Dort übt es sich bestens, finde ich. Das Personal wird gebeten, inspirierend zu sein. Das Jahresende naht. Ihr könnt immer noch durchstarten.
gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. Genieß den Sommer. Das habe ich jedenfalls vor. Jahresendwertung steht fest. Sieh mal einer an. Sommerpause wäre die perfekte Zeit für Bauarbeiten. Ich meine ja nur.